Irgendwie. Bin ich gerade erschrocken. Ich habe gedacht, sie segnet das Zeitliche. Ich habe die Engel singen hören. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Stan Play. Heute mal wieder mit einer weiteren Folge Escape from Tarkov. Ja, zur letzten Folge zurück. Das war vom Prinzip aus eine ziemlich actionreiche Runde. Wir hatten auf jeden Fall den höchsten Killwert, den wir jetzt überhaupt in dem Spiel überhaupt erreichen konnten. Da war sogar der eine Spieler mit dabei, der einfach durch die Tür kam, ich eine kurze Ladehemmung hatte und dann doch noch irgendwie den Tag gerettet habe. Allerdings mal wieder, der Teammate ist draufgegangen und am Ende, ja, habe ich den Preis der Gier bezahlt. Ich hätte eigentlich easy rauskommen können, aber habe da einen entscheidenden Fehler gemacht. Ich würde euch auf jeden Fall mal empfehlen, die Folge anzuschauen. War ziemlich nice, bis aufs Ende. Aber ja, dann würde ich mal sagen, schnacken wir nicht einfach länger und schauen wir bitte mal rein in die Action. Auf geht's! Cease fire! Genau, gleich mal daher. Perfekt. Ist auf jeden Fall Rauch am Ausgang. Also wir haben ein Teammate dabei. Hoffentlich wird das was. Gehen wir gleich mal hier ran. Hier könnt ihr nämlich ab und zu richtig geile Waffen. Ja, wir haben eine Pistole. Nice. 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 Okay, wir haben ein paar Sachen. Jetzt, wenn ich natürlich einen Stock hätte, dann könnte ich das direkt dran machen. Hold your fire! Wo ist denn der? Oh nein, er hat einen Disconnect. Okay. Ich beerbe ihn natürlich. So, geht nicht anders, der Typ kommt nicht mehr rein. Und bevor ihn ein Gegner erschießt, werden wir ihn erschießen. Er hat was zum Essen sogar mitgenommen. Das ist Shit. Okay, wir haben Essen und Trinken dabei. Was hat er denn noch? Wir haben Kopfhörer, dadurch hören wir natürlich besser. Tut mir leid, Mate. Aber ich habe mir so gut wie alles von dir gegriffen. Also, na, wenn es dich beruhigt irgendwie. Das ist ein Scav. Das war also anscheinend der, den ich gehört habe. Genau, hockt der. Hier unten. Irgendwo hier. Ist gerade über die Gleise. Gehen wir mal gleich in die Richtung, schneiden eben den Weg ab. Wo ist denn der hin? Trifft gar nichts. Das, der ging direkt ins Blasloch. Nice. Was hast du denn Schönes, mein Freund? Zufälligerweise was für mich, was ich gebrauchen kann. Sowas wie Geld. Wäre immer nicht schlecht, nehme ich gerne. Nee. 10 Schussmagazine. Nichts Interessantes für mich. So. Heißt dann wiederum, wir gehen jetzt mal in diese Richtung. Dann hätte ich fast gesagt, müssen wir mal ganz kurz noch das Inventar verwalten. Gehen wir schnell hier hin. Hier war noch mal ein Kistchen, oder? Ja. Also, das schmeißen wir raus, wegwerfen. So. Dann laden wir nach. Weil das Ding ist halt auch, dass ihr hier immer aufpassen müsst, dass ihr hier auf jeden Fall, wenn ihr einen Platz hier freilasst mit zwei Dingern, dass ihr den überhaupt freilasst. Weil das Problem ist nämlich, wenn ihr das nicht macht,
habt ihr folgendes Problem. Er schmeißt das Magazin einfach auf den Boden und wenn ihr im in der Hitze des Gefechtes dann nicht aufpasst. Wieso? AP, Ammo. Ja, eigentlich. Ich weiß nicht, was ich da wegschmeißen soll. Öffnen. Öffnen. Da ist doch was. Nein, also. Was hast du denn für ein Problem? Nimm es doch einfach damit. Gerne. Super. Okay. Stärke ist auch schon wieder erhöht. Nice. Das müsste jetzt mittlerweile einen Effekt machen. Hier ist jemand. Hier ist definitiv jemand um uns rum. Auf der anderen Seite hier von dem... Okay, auf der anderen Seite hier ist jemand. Links und ich glaube rechts auch noch. Oi, 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 Skeffi, komm runter. Bitte, ich hab da nichts getan. Wir könnten Freunde sein. Der müsste jetzt in Deckung sein. Wir laufen jetzt einfach außen rum. Versuchen, den aus einem anderen Winkel zu holen. Ich weiß, du bist aufgeregt. Ich bin's auch. Aber naja. So. Was hast du dabei? Nochmal so einen guten Rucksack, wie ich hab. Nice. Du hast ja schon ordentlich gelootet, mein Freund. Was ist das? Wegwerfen. Packen wir mal daher. Nein, das wollte ich doch gar nicht. Nehmen. Öffnen. Öffnen. Okay, weißt du was? Wir machen folgendermaßen. Wir hauen die hier weg. Dann schmeißen wir das hier rein. Dann schmeißen wir das hier raus. Dann kommt das hier rein, dann kommt das hier rein. Das wird jetzt ein Taschenmanagement. Dann probieren wir natürlich das hier aufzusetzen. AK-Munition. Ja, der hat ja eigentlich eine schöne AK dabei. Das Problem ist nur, öffnen, öffnen, öffnen. Ich stehe auf diese M4. Ne, wir nehmen auf jeden Fall definitiv die M4 mit. So, dann links von mir ist auf jeden Fall noch irgendwo ein Geschner. Mal kicken, ob wir den kriegen. Ich spitze gleich mal rüber. Allerdings gehe ich jetzt erstmal hier hoch. Und bin mal am Hoffen, dass hier oben noch was Brauchbares auf jeden Fall dabei ist. Oder der war hier schon anscheinend. Hier ist was zum Fressen gewesen. Was haben wir hier noch? Da habe ich keinen Platz mehr für. Was ist denn? Ah. GL Shock. Keine Ahnung. Wow, VSS. Ah ja, okay, VSS. Das kann ich auch nicht mehr untersuchen. Dann gucken wir mal hier rein schnell. Hat der Kollege hier noch was vergessen? Okay. Okay, Fließmütze. Ja, ja. Nö. So Zeug brauche ich hier jetzt nicht unbedingt. Hier was an den Taschen. Der war hier wahrscheinlich schon überall dran. Okay. Hier ist jemand außenrum. Dann gehen wir mal wieder in unseren schönen Tarkov-Pornoraum. Nice. So. Und dann schauen wir mal. Was haben wir hier Schönes? SSD. Öffnen. Öffnen. Seh. Das nehmen wir mit. Kondensatoren sind eigentlich jetzt erstmal wurscht. Nix. Okay. Was haben wir hier schon? Komm schon, was Anständiges bitte. Will natürlich nicht. Ansonsten ist das eine Montierschiene, glaube ich. Öffnen. Öffnen. So. Müssen wir das jetzt mal ein bisschen wegziehen. So, das kommt jetzt alles mal hierher. Hierher, hierher. Schließen, zurück. Nehmen. Ich glaube, Taschenlampe ist nämlich was wert.
So, dann haben wir hier noch. Schon wieder ein Cordura. Keine Ahnung, das schmeißen wir einfach mal da rein. Dann haben wir hier noch eine Tasche. Jojo, den habe ich schon. Das hat fürs Tee nicht mehr gereicht, deswegen Jojo da. Keiner weiß. Oh. Da ist eine Zange. Ja, aber dann gucken wir hier. Was haben wir da Schönes? Medizin, das ist nicht. Und Seife, das ist auch nicht schlecht. Also, wegwerfen. Wegwerfen. Dann kommen die zwei mit. Ich glaube, dann brauche ich nur noch Zahnpasta einmal und dann passt es. Aber für Zahnpasta, um das halt traden zu können, brauchen wir Core irgendwas. Also irgend so eine, schaut aus wie ein Schmiermittel. Brauche ich mal kurz. Jetzt höre ich noch niemanden. Hier links jemanden. Frage ist nur, wo ist er? Okay, das ist ein Robaski. Ich blute. Mein Arsch blutet. Er hat meinen Arm geschwärzt. Der Wichser. Blutungseffekt ist weg. Jetzt habe ich nur eine frische Wunde. Wir können nicht Frieden schließen oder so. Einfach nicht. Immer noch drei verletzte Körperteile, verdammt. Wieder mal Erfahrung durch Heilung. Natürlich, weil es so schön war, noch ein letztes Mal. Damit dürfte dann das Bein auch fertig sein. Okay. Gut, gut, gut. Was haben wir hier? Übergewicht. Auf Deutsch, das Spiel sagt, ich bin ein fettes Stück Scheiße. Okay, ich muss nachladen. Moment. Warte kurz. Jetzt hat er sich verpisst oder haben wir ihn getroffen? Ich glaube, der hat sich verpisst. Müsste in Deckung hier irgendwo sein. Frage ist nur, wo? Hey, Scaffy! Bist du nicht noch ein Kugel? Komm, ich hab noch. Der hinten aufpisst, ne? Okay, ich habe keine Munition mehr. Keine Ausdauer mehr. Warten Sie, ich komme gleich. Einen kurzen Moment. So, jetzt hoffen wir, dass da vorne jetzt keiner hockt. Ansonsten bitte ich gleich Hackfleisch. Bitte nicht. Gehen Sie weg! Der Typ ist auf jeden Fall gefährlich, der hat irgendwas Vollautomatisches. Eigentlich müsste ich... Dem geht's ziemlich scheiße. Ich glaube, wir haben ihn. Was wanna know, ha? Was führst du dich hier so auf? Was ist dein Problem? Da haben wir einen S-March. Ja, das hat ihnen aber nichts gebracht. Scheiße, wir haben ein Magazin verloren. Eine Bandage. Nee. Das heißt, wir gehen wieder in diese Richtung und versuchen uns unser Magazin hier wieder aufzusammeln. Komm schon. Irgendwo hier müsste es normalerweise sein, oder?
Aber ist nie geschmissen. Oder war ich hier hoch? Also, das ist keins. Bin ich behindert? Wo habe ich denn nachgeladen? Habe ich bestimmt irgendwo hier verloren. Keiner weiß. Naja, machen wir jetzt erstmal kurz ein Nachladi. Perfektos. Dann nehmen wir diese und machen diese hier. So. 30, perfekt. Okay. Da haben wir wenigstens dann auch ein bisschen den Skill gepusht mit Magazin nachladen. Perfektos. So. Dann gehen wir nochmal hier rein. Hoffen natürlich aufs Beste, dass hier oben noch was ist. Was wir gebrauchen können. Natürlich, wenn jetzt hier einer im Eck hocken würde, ich wäre sowas von gebumst. Oh, hier haben wir wieder Munition. Das ist SP. Keine Ahnung, was die bringt, aber die nehmen wir mal mit. Dann haben wir hier einen Raumschlüssel. Und noch einen Raumschlüssel. Dann nehmen wir erstmal den mit. Ich glaube, der ist mehr wert. X. Ein Haufen Scheiße. Kacke. Drähte und Kondensatoren. Drähte können wir mitnehmen, die brauchen wir auf jeden Fall. Wir haben gar nichts mit öffnen. Was habe ich denn? Okay, warte. Wir werden jetzt erstmal die Feldration hier fressen. Nice. Muss natürlich alles runtergespült werden. Akzeptieren. Perfekt. So, weil bei mir im Inventar ist natürlich sowieso kaum Platz. Von daher müssen wir einfach mal gucken, dass wir hier möglichst viel... Das sind schon wieder Kondensatoren. Nein, ich bin so blöd ab und zu, ne? Komm. Schauen wir nochmal hier. Wir haben doch nur 31 Kilo dabei, also... Noch geht's. Ah, Drähte. Öffnen. Öffnen. Okay, danke. Drähte immer gut. Keine Ahnung. Können wir uns vielleicht die eigene Bombe bauen oder so? Keiner weiß. Hier ist auf jeden Fall offen. Aber ich will noch mal gucken, ob hier vorne noch ein Scav rum. Ja, hier lungert hat tatsächlich jemand rum. Wo ist denn der hin? Ist der abgehauen? Gehen wir mal lieber etwas zurück. Wo ist denn der hin? Das ist, glaube ich, ein Spieler. Wir gucken jetzt einfach mal, ob hier offen ist. Sicher ist sicher. Nein, da ist nicht offen. Perfekt. Gut, gut. Ja. Scheiße. Hold your fire. Ah, er hat nur ein Messer dabei. Hallo. Hey. Hat er jetzt nicht ernsthaft probiert, oder? So ein Pisser. So ein Pisser. So ein Wichser. Hat er jetzt nicht ernsthaft gemacht? Habt ihr das gesehen? Der hat mich versucht, hier mit dem Messer zusammenzuschnetzeln. Also wirklich, ne? Kolle ich, du. Ich hätte dich mitgenommen, hätte dir einen Skeff getötet, hätte dich Loot nehmen lassen und wir wären zusammen extrahiert. Ich dachte, wir sind Freunde, du Pisser. Sag mal. Heute geht's aber los, oder? War hier nicht irgendwo mal ein Stash? Keiner weiß. Ei, das fängt ja schon mal gut an, ey. Ich versuche hier Freundschaften zu schließen und der kommt mir so. Also wirklich. So, das packen wir gleich mal da rein. Meine Güte.
Und nicht zu nah an die Häuser hier vorbei, sondern einfach erstmal weiter. Dann das zweite Camp untersuchen. Vielleicht liegt da auch wieder mal eine Bonuswaffe oder sowas, was man mitnehmen kann. Das hatte ich aber bis jetzt auch, glaube ich, nur ein einziges Mal. Hier vorne ist es. Ja, ein Shotgun. Nice. Komm, nimm sie. Danke. Ja, eine Kameralinse ist nicht schlecht. Okay, dann nehmen wir lieber die mit so mit raus. Ripstop nehmen wir einfach mal mit. Das gibt ein paar EP. Dann wechseln wir mal auf die andere Shotgun und prüfen, wie voll die ist. Weniger als die Hälfte. Das heißt, wir haben, oh Gott, vielleicht zwei Schuss. Wen überhaupt? Naja, zwei Schuss haben oder nicht haben, ne? Wenn es überhaupt zu einem Waffenwechsel kommt. So, kann ich da durch? Ne. Halten wir hier drüber. So, dann checken wir schon mal, ob hier offen ist. Ja. Exit. So, weil auswendig kenne ich die Dinge immer noch nicht. Also ich weiß, wo sie sind, aber ich kenne die Namen noch nicht so richtig. Müsste ich eigentlich öfters mal lesen, aber ich gucke mich zu sehr um, muss ich sagen, aktuell. Ich habe noch nicht diesen Blick fürs Ganze. So, was haben wir hier Schönes? Oh, das scheint eine Waffe zu sein. Und das ist eine AK. Untersuchen. Ja, so eine. Warten Sie, wir machen das folgendermaßen. Wir drehen das hier so, dann packen wir die hier, drehen die so rein, dann nehmen wir das mit und die US-Munition. Was ist denn das überhaupt? Prüfen. 762er. Ist auch 762er, aber das ist 556er, was ich hier habe. 3. Besten. Die ganze Hälfte. FMJ-Munition ist drin. Drei, nehmen wir gleich mit. Ich glaube, den habe ich zwar schon, aber Geld, ne? Paar Rubel. Ah, warte. Da habe ich einen Geldbeutel. Das ist, glaube ich, was zum Fressen, oder? Prüfen. Milchschokolade. Ey, dann alles verwenden. Hau rein, mein Freund. Hat er gerade eben die Alufolie mitgefressen? Irgendwie glaube ich schon, oder? Naja. Der Typ hat Hunger, eindeutig. Und hier vielleicht noch was? Ja, da ist noch irgendwas drin. Ein Kabel und ein CPU-Lüfter. Nicht mal so übel. Dann haben wir hier. Hier was Geiles. Keine Ahnung, den TV-Stecker nehmen wir mal mit, aber den Rest lassen wir hier. Zweier Munition ist auf jeden Fall nicht mehr so übel am Start. Hier schönes, vielleicht eine Granate. Keine Ahnung, das nehmen wir auch mal mit. Das sind glaube ich 4000 Rubel gleich mal wieder. Besser als nichts. Also im Vergleich zum sonstigen ist das halt echt schon was wert. Aufpassen, dass wir hier kein Gigadit gleich in der Nähe haben. Bitte nicht. Ich werde nicht looten, danke. Sag mal, wie viel von diesen Xenospray gibt's denn hier? Krass, das ist schon wieder eins. Ich glaube, ich habe jetzt schon drei von diesen Dingern in der Runde, glaube ich, gefunden, ne? Wenn mich mein Hirn nicht komplett fickt und irgendwie die Runden miteinander verschwimmen, weil irgendwie hatte ich nämlich zwischendurch mal wieder sau viele Fails. Da ist gerade eben noch frei. Gehen wir hier rein. Ab nach oben. Öffnen. Da sieht man nichts. So. Dann mal wieder hier ran. Öffnen. Komm schon. Wieder was Anständiges. 856 ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Das ist nicht enttäuscht. Dann haben wir hier ein, keine Ahnung, was auch immer du bist. Handschutz.
Gerne. Erstmal untersuchen. Dann mitnehmen. Ja, komm. Und das ist eine. Egal. Wir nehmen einfach alles mit. Es gibt alles EP jetzt gerade eben für den Moment. Wir können ja dann immer noch aussortieren. Was wir vielleicht nicht brauchen oder was wir vielleicht bräuchten. So. Dann geht's gleich mal weiter. Rahmen. Türschlüssel. Den habe ich aber schon. Egal. Alles, was irgendwas gibt. Komm. Was haben wir hier? Die Luke-Maske. Okay, das heißt, wir schmeißen das hier weg. Das hier weg. Das hier weg. Den ballern wir erstmal daher. Obwohl, der bringt ja eigentlich auch nichts. Voll wenig eigentlich. So. Machen wir das so, dann machen wir das so. Aber ich glaube, die bringt relativ viel. Oder obwohl. Wenn wir die aufsetzen können, dann setzen wir die auf. Luke. Komm auf die dunkle Seite, Luke. Ein Löffel, komm, den nehmen wir mit. Ping ist gerade relativ beschissen. Irgendwie. Bin ich gerade erschrocken. Ich habe gedacht, sie segnet das Zeitliche. Holy. Ich habe die Engel singen hören. Wegwerfen. Auch wegwerfen. Wegwerfen. Dich damit rein. Das sind aber nur 10 Schussmagazine. Das ist ganz schön kacke. Kabel mit rein. Das da oben hin. Und das da rein. Bandagen. Auch nicht schlecht. Aber du hattest keine Panzerung, ne? Nee, du hattest nur so eine komische Weste, okay. Dann werden wir mal wieder in den Tarkov-Porno-Keller gehen. Weil hier sind nämlich immer 2 PCs. Da könnten auch noch ein paar gute Teile drin sein. Was haben wir da Schönes? DVD-Player. Doppelter DVD-Player. Ey. Nice. Was haben wir hier? Ich glaube, die bringen so rund 10.000. CPU-Lüfter. Nicht schlecht. Reich alles mit. Dann haben wir hier ein Täschchen. Da ist Keks. Okay. Aber ich dehydriere langsam, deswegen wäre eigentlich mal gar nicht so schlecht, wenn ich mal was zum Trinken finden würde. Vielleicht in der Tasche hier. Werkzeug. Wegwerfen. Dahin. Wegwerfen. Ich weiß nicht, ob die Schulterstütze was bringt, deswegen wird das fressen, nehmen wir jetzt erstmal mit. Und habe ich da nicht einen Virus-Deck irgendwo? Gucken. Ist da rein? Ja, es geht da rein. Okay, dann nehmen wir das Werkzeug auch mit. Sehr schön. Zur Not schmeiße ich dann auch noch die. Untersuchen. Untersuchen. Alles EP. Die jetzt gerade eben irgendwie nicht kommen. Ich glaube also, dass die ganzen Scavs jetzt gespawnt sind. 315. 203. Ich glaube, der ist nichts wert. Deswegen schmeißen wir den mal weg. Und deswegen nehmen wir den erstmal mit. Kommt natürlich hier erstmal die Tasche dran. Da schönes. Isoband. Soll ich was trinken? Dadurch verbessert sich sogar diese Nahrungsaufnahme, was ich habe. Ein paar Bonus-Sets. So. Da haben wir hier Blut-Set. Oh, das ist auch Medizin. Dann werden wir wegschmeißen. Einmal das hier. Und kommt die Schlüssel, wenn wir die schon haben, dann scheiß auf die. Ich glaube, das Zeug ist gar nicht mal so schlecht. Hier schönes. Komm schon. Zange. Nö. Dann haben wir das hier durch.
shit, hat mich der Skeff gerade eben erschrocken, ey. Ich habe gerade eben echt gedacht, ich bin jeden Moment rum. So. Also, banale Toderfahrung mit dem anderen Typen mit seinem Messer. Also, ich glaube, wenn er mich im Kopf reintrifft mit dem Ding, dann ist echt rum. Aber ich meine, klar, wer überlebt ein Messer im Kopf? Hat noch niemand zum Glück. Gleich mal wieder nachladen. So, dann schauen wir gleich mal hier. Hier noch ein Scavihawk. Hoffentlich nicht. Das erste. Ich würde nämlich gerne den hier gleich looten. Tasten, du schönes dabei. Auf jeden Fall einen relativ großen Rucksack. Vielleicht ein paar Rubels. Eistee. Wie geht's uns? Alles verwenden. Pistole. Das heißt, wir packen dann dich hier rein. Das hier schmeißen wir einfach weg. Die Waffe habe ich eh nicht mitgenommen. Nehmen wir das gleich mit und packen den hier rein. So. Tasche in der Tasche. Perfekt. Ich habe kurz geschoben, dass dieser Zipfel da oben von dem Gebäude hier, dass es ein Ding ist. Zum Glück nicht. So. Es könnte allerdings noch da vorne irgendwo auch noch ein Scaff hocken. Jetzt aufpassen. Da ist jetzt gerade nichts. Im Gebüsch könnte nämlich immer einer hocken, da müssen wir immer ein bisschen aufpassen. Drei. Drei. Dann gehen wir nochmal schnell hier vor und gucken hier, ob wir noch einen Scaff vielleicht abräumen können. Hier hockt nämlich auch gerne mal einer rum, wenn die gespawnt sind. Ich glaube, ich habe ja hier mit dem einen Kollegen, wo ich mal unterwegs war, da haben wir glaube ich 4 oder 5 Scaffs in den Bereich weggemacht. Daher ist alles möglich, dass hier noch ein paar sind. Okay, da ist glaube ich einer. Die Frage ist nur, ist das ein Scaff oder ein Spieler gewesen gerade? Weil ich weiß nicht, ob die da über die Dinger hüpfen. Riskieren wir es? Nochmal ein Kampf. Hier außen. So. Hier durch. Frage ist nur, wenn er hier noch hockt, wo ist er hin? Ins Gebäude rein. Vorne ist jemand. Nehmen wir etwas vor. Der jetzt hin. Das könnte ein Scabby sein. Könnte. Rechts von mir ist jetzt keiner. Auch noch eine kapiert. War ich das? Ein Zeiger.
gell? Safer? Sicher? Sure. Shit. Bein geschossen, glaube ich. Okay. Ich würde gerne mal wissen, ob ich den gekillt habe. Mit einem Schuss. Weil wenn das wirklich ein Treffer war, dann war das krass. So, dann gehen wir jetzt wieder außen rum. Da könnten auch andere Spieler jetzt sein, dadurch, dass sie geballert wird. Langsam, also mir wird es jetzt langsam ein bisschen zu heiß. Ich versuche einen vielleicht noch zu bumsen. Okay. Rückzug. Nachladen. Dass ich den jetzt gerade nicht gesprayt habe von hinten. Na, hat der ja keine Ahnung. Was hat denn der für eine Panzerung, bitte? Ich hätte Sturmgewehr auf jeden Fall erhöht. Rocken der jetzt. Ist er schon wieder hinter die Deckung da? Nee, ne? Oh je. Okay, ich glaube, mir reicht's jetzt. Jetzt erstmal hier zurück. Werd jetzt mal schnell nachladen wieder. Eieiei. Wie viel habe ich denn noch? Keiner weiß. Ja, sagst du mir mal an, wie viel Munition wir hier noch haben, bitte? 49 von dem, okay. So. Somit haben wir jetzt auch wieder nachgeladen. Aber wie ist denn der bitte schon rumgelaufen? Was hast denn du gehabt? Eine SKS auch noch. Panzerung habe ich dir komplett in den Arsch gesteckt. Deswegen hat das so viel ausgehalten, glaube ich. 60 Schuss. Perfekt. Auch ein 20 Schuss Magazin. Oh, das wird jetzt scheiße. Einklappen. Öffnen. Ich weiß nicht, was ich davon rausdroppen soll. Ich glaube, das hier. Öffnen. Jetzt schmeiß mal das hier einfach raus. Öffnen. Quatsch. Doch, wir öffnen das jetzt. Dann packen wir den hier runter. Das hier her. Dann das hier wegwerfen. Dann die hier öffnen. So rein. Dann nehmen wir die hier mit. Ah, scheiße. Gleiche. Das hier mitnehmen. Weil die Waffe ist echt nicht schlecht. So, das haben wir. Und dann, wo ist jetzt die Weste? Das war das. Das packen wir da rein. Dann wird das noch öffnen. Das ist so rum. Und das hier so rein. So. Ich würde mal fast behaupten, es reicht mir. Definitiv. Ja. Dann haben wir alles soweit, was wir gewollt haben. Dann würde ich mal sagen, Leute, war's das mit der Runde. So. Dann bin ich jetzt mal gespannt, was jetzt noch mit dem einen ist, ob ich denn einen wirklich One-Shot geholt habe. Weil es war ein Spieler zu Beginn, dann ein Scav. Dann haben wir jetzt noch drei, glaube ich. Und wenn's. Mal gucken.
3100 C. Den nur 3. Also irgendjemand scheint diesen einen Skeff da vorne, der wo gebumst worden ist, der scheint irgendjemand anders zerlegt zu haben. Aber ist auch cool. Wir haben über 3000 EP. Und wir haben somit endlich Zugriff auf den Spielemarkt. Sehr geil. Sehr gut, diese. Waffen ohne Ende mit rausgenommen. Das heißt, wir haben wieder ein paar Schießeisen auf jeden Fall. Einige Gegenstände, die noch mit rausgezogen werden konnten. Sau cool. Passt auf jeden Fall. Aber wer hat dann den einen Skeff da am Hauseck getötet? Das ist für bis jetzt noch ein Rätsel. Naja, wir waren es nicht, glaube ich. So. Gut. Da seht ihr auf jeden Fall komplett volles Inventar. Vielleicht, keine Ahnung, hätten wir das ein oder andere Item vielleicht doch noch liegen lassen können, aber so weit, so gut. Ist einiges mit rausgekommen. Das hätte ich noch auswerfen können damit. Ah. Egal. Scheiß drauf. Wir haben auf jeden Fall gut Ausbeute geholt dieses Mal. Ja, dann beende ich das Video mal wieder an dieser Stelle. Ich bedanke mich bei dir auf jeden Fall fürs Zuschauen. Gerne ein Like und oder Kommentar da lassen. Abonnieren nicht vergessen, denn wie jeder weiß, Support ist kein Mord. Damit Dankeschön und bis zum nächsten Mal.